Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Sendung aus Lindesberg, unserem Schleifstudio hier am Thormeck-Hauptquartier. Wir melden uns zurück nach der Sommerpause, freuen uns wieder da zu sein. Mein Name ist Tanja, ich bin hier für digitales Marketing und E-Handel, also E-Commerce zuständig. Dabei habe ich den Wolfgang, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Magst du dich kurz vorstellen? Genau, und für die, die mich nicht kennen, ich bin der Wolfgang und Sales Manager für Zentral- und Südeuropa, also Deutschland, Schweiz, Italien, Österreich rüber, also alles, was so deutschsprachig ist und noch ein bisschen mehr bis Israel rüber. Genau. Wir sagen heute willkommen zu einem Thema, was sich viele von euch schon lange gewünscht haben. Wir sprechen über gebogene Klingen. Das heißt letztlich alle Klingen, die nicht ganz gerade sind. Wir haben einige Sachen dabei, also einige Werkzeuge, Schrägstrich Messer, die der Wolfgang zeigt, wie man sie schleifen kann. Wir kriegen da eben oft dazu Fragen. Vorher, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch der Hinweis, die Sendung ist live. Das heißt, alle Versprecher bitten wir zu entschuldigen. Ihr habt aber vor allem auch die Möglichkeit, und das ist das Wichtige, in das Kommentarfeld Fragen, Anmerkungen oder sonstige Wünsche einzutragen. Wir werden dann versuchen, darauf einzugehen und das eben aufzugreifen. Für alle, die sich die Sendung im Nachgang anschauen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach einen Kommentar drunter zu schreiben. Wir gucken regelmäßig rein und versuchen, alles bestmöglich zu beantworten. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ach, hinter der Kamera haben wir den Viktor, den hätte ich fast vergessen, Entschuldigung. Genau, und dann nicht vergessen, uns zu liken, uns zu followen und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder? Genau, sehr gern. Super, dann steigt mal ein. Viktor, magst du mal rüberkommen? Dann zeigen wir euch mal, was wir heute mit dabei haben. Gebogene Klingen, Schrägstrich schneiden. Wir gucken uns an, wie man eine Sense, also wir haben jetzt hier natürlich nur das Sensenblatt, auch ein bisschen in die Jahre gekommen schon, eine Sense auf der Thormeck schleifen kann. Dann haben wir hier ein sogenanntes Turniermesser, also ein Messer, mit dem man beispielsweise Gemüse schälen kann, Tomatenschälen, Kartoffeln schälen oder sowas. Auch eine gebogene Klinge. Dann haben wir hier ein Messer dabei, was vor allem Jägern und Fischern wahrscheinlich bekannt vorkommen dürfte. Ein Bugöffner oder auch Bauchöffner genannt, der eine ganz spezielle Form hat, auch dann vor allem hier vorne mit der speziellen Spitze noch. Und wir haben als quasi sozusagen eher sogar S-förmiges Messer noch hier ein spezielles Jagdmesser mit dabei. Genau. Wir werden viel jetzt heute, also Schrägstrich der Wolfgang, wird viel heute frei Hand auf der Maschine machen, aber wir haben trotzdem Vorrichtungen mit dabei. Und zwar haben wir unsere beiden Messervorrichtungen dabei, die neuen, die Carrier 45 zentrierende Vorrichtung für Messer und die Carrier 140 breite zentrierende Vorrichtung für Messer. Wir haben zusätzlich noch die verlängerte Universalstütze dabei und auch die MB100. Wir werden dann bzw. Wolfgang noch im Detail darauf eingehen, wie man die einsetzen kann. Genau, wie gesagt, das heutige Thema, weil wir oft Fragen dazu kriegen. Wolfgang, warum glaubst du denn, ist das Thema so interessant für die Thormeck-Nutzer? Ganz einfach, die gebogene Klingenform und eine gerade Fläche und das passt irgendwo nicht richtig zusammen. Und da gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man das im Prinzip doch noch hinbekommt mit einem richtig guten Resultat. Da sind wir gespannt. Genau. Wichtig ist jetzt immer, bevor man überhaupt anfängt, Stein mit dem TT50 abdrehen, dass er gerade ist schon mal. Sollte man auch grundsätzlich immer wieder machen, damit dass man einfach einen einwandfreien Stein hat. Umso leichter ist es auch am Schleifen. Und hier ganz wichtig, wenn der Viktor näher kommt, mal die Kanten. Wir haben die hier schon mal abgerundet, weil wir schon eine englische Version hier gefilmt haben. Und zwar kriegt ihr die ganz einfach hin, indem dass ihr die Maschine anschaltet. Wichtig natürlich Wasser rein. Mal mit der groben Seite und dann ganz einfach mal so, das dauert so eine gute Minute, einfach mal so ein bisschen einen Radius draufbringt auf beide Seiten. Je größer der Radius ist, umso leichter tut ihr euch. Ihr vergebt natürlich ein bisschen was von der Gesamtbreite von den 50 mm. Ist kein größerer Verlust, aber die Kanten sind auch viel, viel verzeihender, wenn man mal mit der Klinge ein bisschen schräg aufkommt, zum Beispiel beim Messerschleifen, wenn man eine normale Fläche hat. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen. Wie gesagt, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Eine Frage, die wir dann öfter bekommen, wenn man jetzt die Kanten vom Stein so abrundet, ist, muss ich dann den Stein öfter mit dem TT50
bearbeiten. Da haben die Leute ja manchmal so ein bisschen Bedenken, dass man dann sehr viel Material abnimmt. Genau, wie gesagt, einmal mehr ist im Prinzip ein bisschen weniger, lieber öfter als zu wenig und vor allen Dingen ganz leicht, ganz wenig drüber. Ja. Dann ist er immer top im Zustand, weil dann passiert nicht Folgendes, dass man einfach zu tiefe Kurven hat oder hat einfach einen Höhenschlag, den bekommt er automatisch aufgrund des verschiedenen Schleifdruckstremmer, den man ansetzt beim Schleifen. Bisschen wie ein Schlagloch, klein, nicht sichtbar, wird immer größer, immer mehr und dann muss ich halt doch, der tiefste Punkt ist dann meine Referenz, alles andere muss weg. Dafür gebe ich mehr Material, wie wenn man sagt, immer ein bisschen zu sehen, dass er in Top-Zustand ist. Dann spart man sich einfach ein bisschen mehr. Alles klar. Wenn die Maschine vorbereitet ist, mit welcher gebogenen Klinge wollen wir denn anfangen? Wir fangen mit der Sense an. Okay. Da lasse ich auch die Maschine gleich so stehen. Ja. Die Klinge läuft auf mich zu, wobei ich Freihand schleife. Ich schleife aber im Prinzip mit, nicht gegen die Schneide. Okay. Weil normalerweise, sagen wir, jetzt kommt er auf mich zu, ja. Da habe ich aber die Schneide nach vorn. Das ist wie beim Zugmesser, bei der Sense habe ich die Schneide zu mir, somit schneidet der, schleift der Stein, im Prinzip mit der Schneide weg. Genau. Mhm. Weil ich könnte jetzt auch auf die andere Seite stehen, da müsste ich aber natürlich die umgedreht halten, ist ein bisschen schwieriger, so habe ich wesentlich viel besseres Gefühl. Und dann, wie der Sebastian, unser Kollege, immer sagt, Wolfgang tanzt mit der Maschine, ganz einfach stabil stehen und dann gerne hier auch aus dem Oberkörper machen. Ist einfacher, wie hier hin und her zu fahren. Habt eine wesentlich bessere Kontrolle. Einfach stabil in die Hand nehmen, aufpassen, dass euch halt nicht jetzt hinter die Schneide geht, dass euch schneidet. Hier hat man einen schönen Anhalt bei der Form, die meisten haben ja die Form. Und dann gehe ich schon mal eigentlich flach drauf. So eine Sense hat einen relativ flachen Winkel und dann lege ich einfach parallel auf, drücke auf und dann, ihr seht, dass ich dann hier mit dem Oberkörper im Prinzip der Form nachgehe. Und dann kann man dann schön hier unten dran rüber und ihr seht, ich drehe mich mit dem Körper wie beim Golfspielen, wesentlich einfacher Kontrolle, wie wenn ich jetzt so mache. Ich versuche es mal jetzt so zu stehen und dann so, nur so zu führen, geht auch. Aber jetzt komme ich an die Seite rüber. Jetzt bin ich hier am Ende, komme nicht weiter. Das ist also wesentlich einfacher. Und das ist ja das, was du eigentlich öfter sagst und als Tanz mit der Maschine bezeichnest, dass ich eben, man hat einen stabilen Stand und es bewegt sich in erster Linie der Oberkörper. Genau, man kann ja auch hier stabil die Hände am Körper dran halten. Genau. Tut man sich viel, viel leichter. Und dann kriegt man das auch relativ fein, eine gleichmäßige Schneide hin. Und auf der anderen Seite macht man genau das Gleiche. Ziemlich flach und dann auflegen. Vorsicht beim Anfang, bis man angesetzt hat, lieber ein bisschen überlegen, ausgleichen vom Winkel her. Dann kann man aufdrücken und dann kann man vor allen Dingen schön und jetzt weiß ich nach vorn drücken, weil die Maschine zieht mich sowieso oder die Klinge zu mir hin, da kann ich schön satt in Kontakt halten, hat man wirklich gute Führung und dann im Prinzip, was man jetzt bei einer Sense ja nicht macht, zieht man eigentlich nicht ab, weil da will man einen leichten Grat, weil der Stahl ist relativ weich, hat ein bisschen feinen Grat, weil wenn ich schneide, bleibt das Gras im Prinzip stehen, weil ich reinschneide und dann ziehe ich da wie so eine Säge durch. Ist ein bisschen einfacher, wie wenn es zu glatt ist, dann kann es sein, dass einfach am Gras einfach umziehe und ich richtig sauber reinschneide oder wenn ich höher dann komme, so kann ich das viel besser nehmen. Jetzt ist das Sensenblatt sehr lang, ich weiß nicht, ob man es jetzt direkt gesehen hat hier, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, du warst jetzt sehr nah an der Abziehscheibe. Was mache ich denn, wenn mir die Abziehscheibe im Weg ist? Also hier, jetzt gehe ich oben drüber, ich halte ja von oben, weniger ein Problem. Wir haben nachher, kommen wir gleich dazu, kollidiere ich ein bisschen damit, da tue ich mich dann leichter, kann ich einfach abschrauben, passiert überhaupt nichts. Also das kann man überhaupt generell machen, wenn das mal ein Werkzeug hat, im Weg kommt, einfach abnehmen. Wir können es theoretisch auch gleich machen, weil wir brauchen es, wir brauchen es nachher nochmal kurz und nehmen es nachher weg. Ja. Passiert ja eigentlich überhaupt nichts. Also völlig simpel und einfach und schnell. Außer man kann natürlich das von Hand machen. Draußen im Feld hat man keine Maschine dabei. Ja. Aber wenn man das einmal schon mal vormacht, kommt man schon mal ein ganzes Stück länger.
Und beim Freihand gilt es einfach auch immer ein bisschen zu üben, ein Gefühl dafür zu kriegen. Genau. Vor allen Dingen, wenn man dann schön bisschen aufdrückt, nach vorne kommt, man drückt es her, so hat man gleichmäßigen Gegendruck, hat man ein schön sattes Gefühl, dann funktioniert es auch viel leichter, wie wenn man zu vorsichtig ist, weil dann fängt man so an, ja. Wenn man zu vorsichtig ist, schon ein bisschen mit gewissem Selbstbewusstsein, ein bisschen gegendrücken. Super. Wir haben jetzt hier auch direkt die erste Frage von Mick. Der fragt, welcher Stein denn aktuell auf der Tormek drauf ist. Und das ist der Standardstein, der SG 250, der auch quasi mitkommt, wenn du dir eine Tormek T8 Original kaufst. Da ist genau auch der Stein, der SG 250 Grindstone Original steht drauf, also der Standardstein drauf. Genau. Das ist jetzt auch für die weicheren Stahlsorten überhaupt kein Problem. Er geht ja auch bis zum HSS-Stahl auch, nimmt alles mit. Nur wenn man dann mehr größere Flächen hat, ist vielleicht dann der Blackstone wiederum besser. Was man dazu sagen muss, alles, was wir heute zeigen, geht natürlich auch auf der T4, aber nicht auf den Diamantscheiben. Das muss man dazu sagen, weil die Diamantscheiben haben keine abgerundete Kante. Ach ja, genau, die kann ich genau, die kann ich nicht abziehen. Also das, was wir heute machen, geht wirklich nur auf den Steinen. Da gibt es halt Beschränkungen. Zu einem gewissen Grade kann ich zum Beispiel, das geht noch, bei den anderen Messern wäre ich vorsichtig. Das könnte man noch auf einer Diamantscheibe mitmachen, weil ich zeige es nachher gleich hier auch mehr auf die Form wie über die Kante. Aber ja, sonst, aber wir empfehlen das schon eher auf einem SG oder dann eben auf einem Blackstone zu machen, wenn man einen sehr harten Stahl hat. Richtig. Super, dann haben wir die Sense, ist jetzt scharf, abziehen tun wir den nicht, haben wir gerade besprochen. Dann kommen wir als nächstes zum Turniermesser. Genau. Mhm. Und zwar, das können wir so machen, ganz normal erstmal einspannen. Wir machen unsere schon mal so dazu. Einspannen tun wir es ganz normal über unsere Vorrichtung, KJ45. Und zwar etwa in der Mitte vom Radius auch, dass wir das relativ einfach haben. Man braucht gar nicht so tief reingehen. Und dann haben wir das schon mal ganz easy. Dann kann man hergehen, wenn man eine kleine Phase drauf hat, sich die hier entsprechend zu markieren, dass man ein bisschen gleich auflegt. Jetzt gibt es hier auch zwei Möglichkeiten bei der neuen Vorrichtung für die Messer, für die zentrierende, dass wir entweder oben anlegen, da habe ich aber ein bisschen eine gerade Fläche, oder ich kann es auch hier anlegen, da bin ich ein bisschen freier und beweglicher. Das dürft ihr euch gern selber ausprobieren, wie ihr euch sicherer fühlt. Es geht beides. Wenn ich halt hier rauf gehe, dann muss ich ein bisschen weiter natürlich zum Beispiel nach unten gehen. Verändert sich ja durch die Distanz der Winkel. Schauen wir mal, dass wir nicht auflegen. Nehmen wir mal ganz kurz eine kleine Kratzprobe. Wie wir sehen, haben wir minimal unten noch ein bisschen schwarz dran. Gehe ich also noch ein bisschen nach oben. Dann versuchen wir das gleich nochmal. Jawohl, jetzt sind wir drüber. Arretieren wir, und zwar auch immer wieder hier. Gute Wiederholung. Und dann erst die Seite. Nicht, dass der irgendwo schräg wird. Bei manchen Werkzeugen hat das gewisse Abweichungen zufolge. Jetzt habe ich ja die runde Form, wenn ich gerade drauflege, dann würde ich ja hier an den Kanten schneiden und nicht in der Mitte. Deswegen gehe ich hier im Prinzip über die Kante, diese Bewegung. Auf der anderen Seite, ich mache es auch nochmal langsam hier über die Kante. Und dann, wichtig ist beim Zurückgehen, nicht diesen machen. Weil hier geht es im Prinzip den Berg rauf, dann grabe ich mich hier richtig rein. Da ist es besser, wirklich nur berg runter zu gehen. Also jetzt nicht hin und her zu fahren, hier rauf. Zum gewissen Grade geht es, aber das Risiko ist sehr, sehr groß, dass man sich hier reingräbt und das wird einfach keine schöne Form. Ich mache das jetzt einfach mal hier von der Seite runter. Hier vorne wird es ein bisschen gerade. Und jetzt also nicht zurück. Einfach, wenn ihr zurückgeht, dann aber hier stoppen und dann müsst ihr hier runterfahren. Also das geht. Und jetzt gibt es eine kleine Sache auch noch zu beachten, um dass man es einigermaßen gleichmäßig hinbekommt, ist, ich bin ja hier wesentlich weiter unten.
von hier nach da, da würde ja der Winkel sich verändern. Aber nachdem ich hier die Schräge steuere, kann ich ja auch den Winkel ein bisschen steuern. Das ist ein bisschen Übungssache. Wie weit muss ich runtergehen? Und jetzt ist auch der Stein relativ grob. Man kann den auch feiner machen, im Geräusch merkt man es. Weil so ein Gemüseschneider in der Regel ja nie so extrem stumpf ist, denke ich jetzt mit dem SVP 650 einfach auf die Oberfläche, so mal so 15-20 Sekunden, man hört es ja auch im Geräusch schon. Und wie ihr seht, ich nehme den auch längs. Also auch über die Kanten, die wir ja vorhin abgerundet haben. Und das machst du jetzt in erster Linie, weil wir ja hauptsächlich, oder du jetzt hauptsächlich auf der Kante auch schleifst. Genau, die sind sowieso sehr aggressiv. Dann ist der Stahl von den kleinen Messern relativ weich. Ich brauche also keinen großen Abtrag, recht grob, von der Körnung von 220 oder noch gröber. Jetzt wirklich, der feinere ist da ein bisschen besser. Man hört über die Kante, die ist wesentlich aggressiver. Das hört man schon am Ton im Vergleich jetzt hier, wenn ich aufs Gerade komme. Und deswegen also da nicht viel drücken auf der Kante und dann einfach hier rüber gehen. Dann kriegt man das auch schön hin, bis man den Grat spürt und dann ist man auch schon wieder fertig. Hier sehe ich es ja noch ein bisschen unschön. Dann zeige ich euch noch eine andere Variante. Also das jetzt mit der Vorrichtung. Mhm. Man kann das auch freihand machen. Damit, ich lasse mal die Maschine so stehen, ich drehe mich so rüber, wenn Victor hier rankommt, dann mache ich erstmal die Maschine aus. Dann zeige ich das von der Bewegung, hier ist es ja dagegen. Ich drehe aber die Maschine um. Und dann nehmen wir uns die Unifahrtstütze weg, dass sie uns nicht im Wege steht. Ich zeige es, wahrscheinlich von vorne wird es besser sein. Von Victor her, jetzt habe ich mich auch dumm hingestellt, doppelt gedacht, umgedreht. Ich kann auch, weil das Messer hat ja die Krümmung, nicht so stark gekrümmt wie jetzt die Steinoberfläche. Ja. Da kann ich hergehen, suche ich mir auch wieder einen guten, stabilen Halt an der Seite, wo ich die Hand als Führung mit benutzen kann. Und dann kann ich im Prinzip auch Freihand hier an der Kante anfangen und dann einfach kann ich das so ein bisschen drüber wippen lassen. Und ihr seht, ich habe die Hand sogar hier am Stein, passiert nichts, weil es schön langsam läuft, sehr fein. Und kriegt da auch eine schöne Schneide hin. Auf der anderen Seite, hier steife ich ja dagegen, hier davon, kann ich dann natürlich jetzt mich umdrehen. Es steht natürlich der Victor da. Das ist auch wieder ein Tanz mit der Maschine. Und da lege ich einfach. Quasi ein Tanz um die Maschine. Genau, lege ich hier. Versuche mal nicht zu viel mit der Kamera zu verdecken. Man kann jetzt ein bisschen näher rangehen, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr offen, mache genau das gleiche, lege hier an und wippe hier hoch. Und bei der Methode schleifst du jetzt quasi nicht an der Kante des Steins, da, sondern auf der Fläche. Da schleife ich das nämlich wirklich auf der Fläche. Ja. Mhm. Das geht genauso, kriegt auch, wie man sieht, eine wunderschöne Schneide hin. Und dann natürlich beim Abziehen, ganz klassisch, immer wieder da von mir weg. Und da gehe ich halt auch ganz einfach flach her, wie bei jedem Messer auch, was wir haben. Und da kann man genau das gleiche, bisschen so schräg rüber. Weil dann habe ich auch hier durch die Krümmung wieder und die Krümmung angepasst. Genau. Beim Abziehen, finde ich, hört man auch immer eigentlich ganz gut, ob man die Phase auch tatsächlich trifft. Weil genau. Sich das Geräusch verändert. Das hört man bei den Lives leider immer nicht so ganz. Und man sieht es auf dem Leder vor allen Dingen. Ob das jetzt wie hier so diese geriffelten Spuren drauf hat oder wenn es dann blank wird und keine geriffelten Spuren mehr drauf sind, dann bin ich auch komplett durch. Ja, super. Also. Wir hatten jetzt noch eine Frage zu der Methode quasi mit Vorrichtung. Der Siegfried hat nicht ganz genau gesehen, wo, an welcher Stelle du die Vorrichtung auflegst auf die Universalstütze. Genau. Und zwar, ich habe es jetzt aufgelegt an der mittleren. Ich zeige es nochmal ganz kurz, mache die Maschine aus. Drehe um, dann zeigt man das so. Victor nochmal deutlich in der Kamera, vielleicht von der Seite her.
reinschauen, weil von vorn sieht man das meistens schlecht. Ich muss mal kurz nochmal einspannen, dann muss man nicht alles hier festschrauben, dann hinten arretieren. Und wenn es ein Messer, was ein bisschen schräg ist, durch die flexible Form hier geht es einfach ein bisschen auf und passt sich dann auch im Messer an. Und ich habe es jetzt hier angelegt, weil hier bin ich, das ist sowieso ein Pivot, wesentlich flexibler, also im dreidimensionalen Raum. Wie hier habe ich dann doch ein bisschen, zwar schöne gerade Führung, das ist gut bei geraden Flächen, aber dann habe ich halt hier immer ein bisschen den Drehpunkt off-center, sagen wir, der liegt ja dann hier an der Kante und nicht in der Mitte. Und hier liegt alles in der Mitte. Da bin ich also viel, viel frei beweglicher. Das geht genauso. Genau. Das ist also ein Riesenvorteil. Hat auch natürlich einen Vorteil, wenn ich jetzt große, breite Messer habe, ganz hoch gehen muss, ich gewinne halt dann nochmal 2 cm. Super. Das war so der Gedanke auch dahinter bei der Konzeption und im Design. Gut. Geht natürlich auch genauso hier mit unserer KJ140 für die breiten oder flexiblen Messer, wenn man ein bisschen was Gekrümmtes hat, geht auch. Manchmal muss man ein bisschen spielen. Manche Messer sind einfach nicht unbedingt nur für Messer, kann ich viele andere Dinge auch einspannen, die gerade sind oder mal krumm sind. Man muss manchmal ein bisschen spielen damit. Und wenn man neu in dem ganzen Schleifmittel mit der Tormek ist, dann fängt man vielleicht nicht gerade mit einer gebogenen Klinge an, sondern übt erstmal bei ein paar normalen Küchenmessern. Genau. Und vielleicht so ein billiges Messer wie hier, was so 2 Euro kostet oder so, nicht gleich das teuerste hernimmt. Im Prinzip das Gleiche ist hier. Hier haben wir natürlich wesentlich breitere Schneide. Die kann ich mir auch einspannen. Die spanne ich mir aber ein bisschen seitlich hier dazu ein, schon mal schräg. Und da gilt genau das Gleiche. Und hier habe ich das Problem, dass ich hier mit dem ein bisschen in Berührung komme. Dann nehme ich einfach die Lederscheibe, wie wir vorhin gesagt haben, weg. Passiert da, tut da gar nichts, weil da läuft der nach wie vor. Und dann habe ich hier einfach mal ein ganzes Stück mehr Spiel. Und hier genau das Gleiche. Entweder ich mache es hier, dann lege ich aber meistens auf. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz und habe ein bisschen mehr Spielraum. Kann das sogar noch ein bisschen runter gehen wieder. Markiere mir mal kurz die Schneide. Um das Prinzip zu erklären. Hier haben wir natürlich auch das nächste kleine Problem. Wir haben vorne hier den kleinen Knopf. Da komme ich dann irgendwann mal nicht mehr ganz ran. So. Und beim Bugöffner ist es auch so, der muss nicht rasiermesserscharf von sein, also alles abgezogen. Mhm. Weil wenn ich reinschneide, der soll ja ein bisschen sägen, weil Leder ist in der Regel hart. Oder Leder, die Haut. Ja, die Haut. Genau, das zukünftige Leder. Oder dann auch beim Bauchöffner, bei einem Fisch, wenn ich den hernehme, der ist auch relativ robust. Empfiehlst du dann gar nicht abzuziehen oder einfach nur nicht? Nur leicht. Ja, okay. Ihr seht, wir liegen jetzt hier viel, viel zu weit hinten. Ich muss also ein bisschen weiter nach oben, um an die Schneide ranzukommen. Und das sieht man jetzt bei dir auch schön, das ist quasi so ein bisschen Trial and Error, wie man sagt. Also man probiert jetzt ein aus, bisschen. Man justiert quasi einfach die Universalstütze hoch oder runter, je nachdem, wie man eben an der Schneide liegt, bis man richtig liegt. Ja, und ich sehe auch, dass ich noch ein bisschen schon zu tief drin bin. Nämlich dann schon wieder rankommen auf, ja, das geht so von der Richtung, ich muss doch nur drauf drücken. Noch eine Idee, also man sieht, man kann wirklich hier sehr fein und sehr viel einstellen. Noch eine Idee. So, jetzt kommen wir hier komplett drüber. Ups, das war da unten noch ran. Jawohl. Und hier kann ich auch wieder ganz locker. Jetzt komme ich natürlich hier an das Problem. Und das ist das, wo ich aufliege. Deswegen mache ich das bei dem. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt hier das Problem habt, ihr kommt nicht weiter, weil der steht raus. Ihr kommt nicht unten ran mit dem Knopf. Deswegen ist es am einfachsten, den Bugöffner nämlich auf der Außenseite zu schleifen. Weil dann kommt ihr nämlich bis hier ran.
Und hier könnt ihr ein bisschen anwinkeln. Ein bisschen noch hier. Wie sind wir da? Hier sind wir drauf, hier nicht ganz. Durch die gewölbte Form ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, von genau den Winkel zu treffen. Wichtig ist erstmal den zu haben. Und dann muss man hier von, dann bin ich jetzt noch ein bisschen weiter steiler, muss ich ein bisschen ran. Da habe ich ein bisschen zu viel angehoben. Da muss ich also sogar ein bisschen weiter raufgehen. So. Aber das sieht man jetzt auch schon sehr gut, dass es gerade bei solchen Messern wirklich ein großer Vorteil ist, sich die Schneide einfach mit einem Marker einzufärben, weil man dann eine sehr gute Kontrolle hat, ob man die ganze Phase erwischt oder nicht. Genau, weil jetzt scharf ist er bisher, aber vorne nicht. Ich bin nach oben rangekommen, muss also dann noch wesentlich noch steiler rangehen hier. Man sieht wirklich, wie ich hier raufgehen kann. Da dran, noch in der Mitte noch ein bisschen. Also wirklich, man kann, ups. So. So, da ist noch bloß ein kleiner Buckel noch hier drin. Unten sind wir dran, in der Mitte nicht. Ist ein bisschen gewölbt durch viele Schleifen, aber wir haben von der Schneide jetzt komplett erwischt. Und genau das gleiche hier. Da mal hier runter. Und dann komme ich hier wieder ran. Da kann ich an die Seite rausgehen. Anheben. Ah, nicht ganz. Der ist sehr tricky. Mit der Vorrichtung. Ja, und jetzt alles live. Alles live rausgerutscht. Wieder um. Müssen wir nochmal wahrscheinlich kurz einstellen. Ausschalten, nicht, dass wir den Winkel großartig verändern. Ja, aber da sieht man auch schon, das ist halt ein bisschen fester einspannen. Nicht ganz so einfach, diese gebogenen Klingen tatsächlich mit der Vorrichtung zu schärfen oder zu schleifen. Hier muss ich ein bisschen runter gehen jetzt wieder. Ihr seht alles schön live. Im Englischen hat es wunderbar geklappt. Und wollen wir hier rangehen. Ja. Ja, wobei ich denke, das Prinzip hat man auf jeden Fall verstanden. Es ist halt auch, man sieht es ja an der Form von dem Bugöffner jetzt auch, der ist wahnsinnig schwierig überhaupt einzuklemmen. Die andere Seite, ich habe das letzte Mal nämlich auch so gemacht. Ja. Umzudrehen. Nehmen wir die raus, die vibrieren sonst, wenn sie nicht angezogen sind, wo man dann hergeht. In diesem Bereich hergeht. Und dann habe ich hier, seht ihr, wesentlich einfacher. Wir wollen alle Wege zeigen. Jetzt muss ich bloß hier nach die Außenseite rangehen, damit dass ich die Ecke sauber erwischt. Und wenn ich jetzt die Richtung, wo ich gesagt habe, den Berg hoch, habt ihr aber gesehen, dass ich die Krümmung rangehe. Man sieht dann vorne auch an der Schneide, auch wenn ich rangehe, aber ich gehe von der Bewegung her. Schneide habe ich jetzt vorne schön erwischt, Freihand. Hier vorne haben wir es nicht ganz erwischt, ein bisschen tiefer. Das ist aber dann einfach nur ein bisschen flacher handelten. Wobei, auch da wieder gesagt, auch hier wieder, ihr seht, Kurve rum und nicht gerade rüber, dass er nicht rein. Ich zeige es mal vielleicht von der Seite von der Kamera, wenn der Victor oben drauf schaut. Wenn ich jetzt so rüber gehe, dann grabe ich ja richtig hier rein. Wenn ich aber jetzt hergehe und Folge der Form, umso leichter ist es dann. Kommt er dann auch rüber. Jetzt bin ich hier und nicht oben bis ganz rangekommen. Das hat aber ja keinen großen Einfluss. Wichtig ist, dass ich hier eine saubere Schneide hinkriege. Super. Wir kriegen jetzt hier auch direkt ins Feedback von Mick. Der freut sich, sehr hilfreich. Er als Jäger kann viel mitnehmen. Und wir haben eine Frage von Helmut.
der fragt, ob man jetzt da quasi auch die Japanstein nehmen könnte, also den Absolut. SJ Japanstein, japanischen Wasserstein anstelle des SG Standardsteins. Geht auch. Setzt voraus, dass man natürlich nicht viel abschleifen muss, weil der fast nur eine polierende Wirkung hat. Ja. Also wenn ich da jetzt viel wegschleifen muss, lieber da auf 1000 gehen, das meiste wegmachen. Hier ist noch, Kanten sind sehr aggressiv, gehen auch aggressiv ans Material. Gern mal drüber fahren, ich habe es gerade gemerkt, hier ist schön glatt und hier ist aber ziemlich rau. Es schneidet dann da doch oder schleift dann doch ein bisschen mehr in Stein rein. Ist ein bisschen aggressiver natürlich zum Stein wie zum Material. Geht auch. Japan scheint genau das gleiche. Ich nehme den nachher hoch, jetzt beim nächsten Messer, um das einfach zu zeigen. Es ist ja mehr zum Polieren gedacht, also 4000 nicht viel weg. Ihr dürft keine große Beschädigung haben, da müsst ihr dann schon ein bisschen vorarbeiten. Aber ansonsten geht genau das gleiche Prinzip auf beiden Steinen. Das heißt auch, das, was wir am Anfang oder was du am Anfang gezeigt hast, dass man die Kanten eben abrundet, gilt genauso für den Japanstein. Und dann, weil wir recht häufig auch die Frage kriegen von Benutzern des Japanstein, ob man den auch mit dem TT50 wieder abrichten kann. Kann man. Aber es gibt wie eine Schmierseife, weil das ist so eine kunstharzbasierte Schleifscheibe. Das heißt, es gibt hier richtig einen Schlamm und Matsch drauf. Auch da ein Tipp, wenn ich ihn drauf habe, zeige ich es gleich, wie er denn handhaben soll. Im Prinzip gilt das alles für alle Schleifscheiben, aber beim Japanstein ist es wirklich ganz, ganz wichtig, das so zu machen, weil sonst habt ihr nur ein Problem. Wie gesagt, so jetzt wird die Seite auch schon ganz schön hier. Jetzt haut es auch hin. Das Werkzeug ist fast frei, ein bisschen besser zu machen, habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Geht auch mit der Vorrichtung, aber wie ihr gesehen habt, ist ein bisschen... Ja. Ich mag es dann lieber freihändig. Tauschen wir kurz die Schleifscheibe, wie wir gesagt haben. Wenn man jetzt ganz korrekt wäre, auch ein Tipp an euch, wenn ihr jetzt auf der Schleifscheibe gearbeitet habt oder auf der auf dem Blackstone und zum Japanstein geht, wechselt auch das Wasser. Mhm. Kleiner Tipp, weil ihr habt jetzt grobe Schleifkörner hier drin und mit dem Wasser zieht ihr dann irgendwie mal hoch und habt einen 4000er Stein. Es kommt aber dann irgendwo mal eine grobe, so ein grobe, grobes Korn mit ins Wasser auf die Schleifscheibe und schon ist euer schöner Schliff wieder dahin, weil ein so ein grobes Schleifkorn euch das alles kaputt gemacht hat. So, wir machen das jetzt einfach mal nicht. Das ist jetzt falsch, also don't do this at home. Genau. Sondern wirklich nehmt frisches Wasser rein, weil sonst, wie gesagt, mal ein grobes Schleifpartikel mit drauf habt. Das wäre schade, wenn ihr eine schöne Politur habt und dann kommt ein Kratzer wieder zwischen rein. Beim Japanstein, wie gesagt, ihr habt es gesehen, ganz einfach zu wechseln, braucht kein Werkzeug dazu. Mit einer Easy Lock anziehen und schon sitzt der auch wieder. Beim Abziehen, dann macht er immer von der Seite her gesehen, tut man sich leichter. Ich habe ihn auch mal da. Eine Wiederholung ist immer ganz gut. Ja, vor allem, weil wir die Frage wirklich relativ häufig genau. kriegen und weil es eben wichtig ist, dass man da auf zwei, drei Sachen auch ein bisschen achtet. Und zwar grundsätzlich bei allen Steinen fangt von außen nach innen an zu abziehen, weil die Hebelwirkung natürlich hier viel höher ist. Die Kräfte, die dabei entstehen, das merkt ihr, wenn ihr wirklich mal abzieht, einen Blackstone oder einen normalen, denn unseren Originalstein, was für Kraft drauf ist. Vor allen Dingen, wenn man einmal zu tief ist, dann fängt es auch zu vibrieren an, dann kriegt es so ein Fischgrätmuster drauf. Ist alles nicht optimal. Wie gesagt, ihr fangt immer so an, ihr geht runter und zwar auch hier wiederum so, stellt denn auf die Horizontale, dass immer die Schrift horizontal ist. Aus einem Grunde, das Loch hier hat eine Toleranz von 2/100. Das heißt, wenn der jetzt aufliegt, hat er unten auf der Achse ein bisschen Luft. Das heißt, hier ist der Stein nach unten ja 2/100 mehr im Radius als hier hoch. Wenn ihr den nämlich dann so mal einspannt, da
dann ist ja der Punkt höher. Dann nimmt es immer den weg und dann wird er auch irgendwann mal rund. Und wenn er dann irgendwo mal zwischendurch anfängt, dann wird das Ding irgendwo mal eirig und dann sieht es aus, wie wenn er einen ganz leichten Höhenschlag hat. Jetzt muss man dazu sagen, 2/100 sind nicht viel, aber man sieht's. Genau, und über die Dauer, also wenn man quasi vor allem öfter dann den TT50 hernimmt, da kann es dann einfach relevant werden. Deswegen der Tipp eben immer, dass ihr quasi guckt, dass die Schrift genauso ist, wie man sie eben lesen. Genau, und auch wenn man es draufschraubt, dass natürlich immer hier die Distanz gleich wird, und da bleibt auch die unteren gleich. Da ist zwar das Zentrum ein bisschen off-center, aber immer rund. Yep. Das ist nochmal so ein kleiner Tipp. Dann, wie gesagt, legt er, habe ich gesagt, das war schon zu weit draußen. Dann geht er so weit runter, bis er mit dem Stein mit dem Diamant auflegt. Also hier, wie ihr seht, die geht frei. Dann geht er einfach hier runter. Dann geht er nach außen. Dann senkt er hier die Ziffern, die ihr drauf habt. Könnt ihr wählen, welche ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel die 5, die sieht wahrscheinlich der Victor am besten, oder ihr von eurer Seite aus die 5. Platziere ich einfach die 6, also statt der 5, die hier war, lege ich einfach die 6 an den Platz. Das heißt, man dreht exakt eine Zahl weiter. Genau. Mhm. Ist ein bisschen Spiel drin, wie ihr seht. Deswegen hier runterdrücken, hier liegt es plan auf. Arretieren und dann einfach die andere Seite anziehen. Weil das ist ein bisschen oval, damit das sich nicht verklemmt. Und dann fangt er einfach an jetzt gleichmäßig. Ich gehe jetzt mal nach oben, weil das dauert zu lange und es gibt eine Riesensauerei. Gleichmäßig von außen nach innen abzuziehen. Also macht nicht den Fehler, dass er diesen macht, so stoßweise, sondern macht gern, dass ihr merkt, ihr habt Kontakt, wechselweise immer schön gleichmäßig rüberziehen. Je langsamer, desto besser, desto weniger Druck baut sich auch auf und desto schöner und desto besser wird die Oberfläche. Dann ganz wichtig, wenn jetzt, so, das dauert so eine Minute, 90 Sekunden, jetzt gehen wir mal rüber. Wenn ihr jetzt schon fast, im Prinzip jetzt hier so etwa schon 4-5 mm an der Kante seid, dann aufhören. Weil ihr habt immerhin Druck und der ist sehr weich, der chippt ein bisschen aus. Ist zwar kein größeres Problem, sieht nicht so schön aus, nur wenn er mal mit dem Messer über die Kante kommt, schneidet er sofort rein. Hört er hier einfach auf, macht die beiden auf, hebt das an, dreht den Diamanten voll raus, also weg vom Stein, und legt einfach wieder runter. Nichts hier verändern, dann liegt er auf der gleichen Höhe und dann zieht er einfach wieder an. Und dann nimmt er das letzte Stück von innen nach außen. Dann kriegt er eine schönere und bessere Kante hin. Die wird zwar immer ein bisschen auschippen, aber bei weitem nicht so schlimm. Und das gilt jetzt speziell eben für den SJ-japanischen Wasserstein. Genau. Mhm. Bei den anderen Steinen einfach ein bisschen mit Gefühl nach außen, die sind so kompakt, da passiert nichts, aber Japanstein, da wirklich da drauf achten. Ja. Und dann haben wir es hier genauso gleich gemacht. Die Kanten haben wir abgezogen, rund gemacht. Im Prinzip genau das gleiche wieder wie vorher. Beim Japanstein sollte man vermeiden, die grobe Seite zu nehmen, weil wenn da manchmal von den Kristallen was absplittert, die fressen sich richtig rein, da habt ihr genau das gleiche Problem. Habt eine schöne glatte Oberfläche und habt da einen so einen Kristall, der kommt hoch und kratzt jedes Mal rein in die schöne polierte Fläche. Das will man natürlich auch vermeiden. Wenn man es macht, dann schön mit der Hand komplett mal nachfühlen, ist da irgendwo was drin. Bevor man das Messer draufsetzt. Genau, sonst macht man einfach die Arbeit doppelt. Das wollen wir ja nicht machen. So. Jetzt ist natürlich immer das, viele haben gesagt, nie Japanstein gegen die Schneide machen. Sage ich, okay, ist super, ist, wenn man Angsthase ist, sage ich jetzt mal, nicht böse auffassen, sondern einfach gegen den Stein, man hat Angst, sich zu verfangen, der ist weich, Risiko besteht. Gerade Messer, wenn man Übung hat und keine Scharte hat, wo man reinfassen kann oder die Spitze zu hoch im Winkel, also rangeht hier, dann passiert da auch nichts. Mhm. Für diejenigen, die natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein wollen oder jetzt auch mit einem gekrümmten Messer, einem konkaven oder einem gebogenen Klinge, da mache selbst ich von der anderen Seite. Das heißt, ich baue die Sache mal hier vorne auf, dann sieht das Victor nämlich besser. Wenn ich jetzt normal mit der Vorrichtung rangehe,
liege ich sehr, sehr tief, wenn ich ein Messer schleifen möchte. Wir spannen uns das auch gleich mal mit dazu ein. Und zwar, ich spanne mir das der Form so ein, dass ich hier von der Klinge her so ziemlich in der Krümmung im Radius drin bin. Mache also schon ein bisschen schräg auch. So, nicht in der Mitte, sondern wirklich hier, ihr seht hier den Bogen. Beim vorderen dann, Bauch sozusagen. Genau. Weil ihr habt einen Drehpunkt, dann tut ihr euch leichter in der Krümmung. Ich muss das mal kurz horizontal halten und festziehen, weil sonst Gewicht zieht es mir hinten runter. So. Also wirklich, jetzt nicht komplett ausmessen, aber dass ihr einfach so seht, hier in der Krümmung, da tue ich mich viel leichter, weil hier ist ja auch der Winkel stimmig. Da kriegt ihr einen gleichmäßigen Winkel hin. Das ist jetzt das eine. Und wenn ihr halt wirklich hierher geht und von hier aus schleift und jetzt einen Winkel einstellt über Distanz, das müssen wir noch machen. Es ist nicht sehr bequem und vor allen Dingen hat man oft ein bisschen ein Problem, dass man irgendwo festsitzt, weil es zu tief ist. Aber für diejenigen, die jetzt eine Vertical Front Base haben, so aus dem vom dritten Teilemarkt, die können die verwenden, weil die liegen höher. Für diejenigen, die es nicht haben und eine MB100 sowieso haben, weil sie ja auf der Diamantscheibe auch außen schleifen möchten, die müssten sich eigentlich jetzt nur noch eine zweite kaufen, am Ende sogar billiger und haben viel, viel mehr Möglichkeiten. Da ist wirklich alles völlig. Jetzt kommt das Wolfgang Spezial mit zwei MB100. Genau. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit und auch hier die Möglichkeit zu verändern und die ist nicht fix und fest. Ich mach das mal, lass das nochmal offen. Hier, die sind ja, wie gesagt, wer es noch nicht kennt, völlig einstellbar, gerastert. Hier könnt ihr auch die, und hier kann man natürlich genauso verändern, aufmachen. Hier wollen wir es aber gerade haben zum Beispiel, wir wollen ja einen 90 Grad Winkel dazu sein. Die Schrauben kann man auch auf der Innenseite festmachen, je nachdem, wo man dran geht, wie man rangeht. Könnt ihr es mit der normalen Stütze machen. Wenn ich hier rangehe, dann müsste ich halt jetzt so rangehen. Könnte ich weiter nach außen gehen, habe ich viel Spiel, geht auch. Ich zeige jetzt mal das. Für diejenigen, die noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchten. Oder aber auch sowieso das Zubehör schon zu Hause haben. Präzis. Oder auch brauchen, weil sie eine Machete haben oder einfach was Längeres haben, tun wir es sich natürlich viel leichter. Das ist ja genau auch der Use Case jetzt eben von der verlängerten Universalstütze für speziell lange Werkzeuge. Ganz eben genau. Messer. Weil ich jetzt einfach damit länger vom Stein komme und auch höher komme. Ich lasse euch noch mal kurz den Eindruck geben, wie das aussieht. Ich drehe nämlich mir die Maschine ein bisschen um, damit dass man wieder von vorn sieht, was passiert. Wollen wir unten reindrücken, was avanciert. Drehen einmal um. Und ihr seht, ihr kommt ja schon wesentlich höher rauf. Jetzt gehen wir da, können wir uns den Winkel suchen. So ein bisschen. Und hier ist ja jetzt gesagt, dass wir wissen, dass das jetzt ein Spezialfall ist. Das ist eben, wenn man mehrere Werkzeuge hat, wo sich das anbietet. Ihr seht ja die große Flexibilität, wenn man die zwei MBs kombiniert und dann noch dazu mit der verlängerten Universalstütze. Das ist nichts, was man zu Hause haben muss. Das ist dann wirklich tatsächlich halt, wenn man einige spezielle Werkzeuge oder Messer zu Hause hat, dann lohnt sich die Investition, weil man einfach eine unfassbare Flexibilität gewinnt. Absolut, genau so kann man das sagen. Wir haben die Möglichkeit, wir können auch alles zurückgreifen, weil wir letztes Mal auf der Englischen gesagt haben, ah, da muss ich mir so viele Teile kaufen. Es ist immer die Frage, was man machen will, wie oft braucht man es, ja. Ist es nur einmal, kann man sich immer wieder behelfen. Nur wenn man sagt, ich will es irgendwann mal richtig schön machen, da kommt man um manche Dinge einfach nicht herum. Und so ist halt die billigere Lösung, wie wenn ich zwei andere Teile habe, so habe ich zwei, wie ich noch mehr Möglichkeiten habe. Im Prinzip habe ich mir einfach auch nochmal die Schneide eingefärbt. Um jetzt einfach mal den Winkel festzustellen und da legen wir gerade schon mal richtig. Gut, ich habe schon gerade ein bisschen ausprobiert gehabt, aber da brauche ich hier gar nichts mehr einstellen. Dann drehen wir das alles noch schön fest hier. Das war fest. Viele Schrauben, die man beachten muss. So. Und das ist jetzt auch wichtig, dass ich die alle ordentlich festziehe, weil ich ansonsten hat es zu viel Spiel. Und genau, so, da dann ist wird das alles Ergebnis fest. Ungenau. Genau.
dann kann es losgehen. Ich schaue es gerade mal von rüber. Jawohl. Ihr seht, der Stein ist relativ weich, aber ist jetzt auch der Abrieb von der Farbe. Ja, da legen wir drauf, da nicht ganz, eine kleine Feinigkeit müssten wir dann nach oben. Doch eine kleine Justierung. So, von mir weg, passiert gar nichts mehr, kann ich mich nicht mehr verfangen. Hier fasse ich jetzt hier oben an, ganz normal rein. Und jetzt versuche ich relativ auf der gleichen Höhe, weil je weiter ich runtergehe oder weiter rauf gehe, verändert sich ja der Winkel, relativ auf der gleichen Ebene zu bleiben. Wenn ich ein bisschen wegkomme, ist es nicht ganz tragisch. Hier kann ich über die Ecke runtergehen, rein, und jetzt hebe ich die Klinge auf. Und jetzt komme ich sogar mit der Spitze weiter runter, aber das gleiche ich ja durchs Anwinkeln auf. Ich weiß nicht, ob das Victor von hinten oder soll ich umdrehen, die Maschine? Seht ihr das gut? Ihr dürft auch gerne im Kommentar unten reinschreiben. Dann ist es nämlich wirklich hier. Also gern Feedback ins Kommentarfeld, falls man es jetzt nicht erkennen kann. Und auch hier wieder immer den Berg runter. Hier geht zwar den Berg hoch, aber hier habe ich die Krümmung und rolle ja. Deswegen habe ich ja hier das Schöne, durch dieses Rollen komme ich ja nicht den Berg rauf. Aber jetzt nicht jetzt diesen machen, oder wenn ihr es so macht zurück, dann gehe ich ja hier rein in den Berg und da grabe ich mich wieder rein. Da ist es also besser wirklich für die Leute, die Skifahren, ein bisschen Downhill, die ganze Geschichte. Wir kriegen keinen Kommentar, deswegen gehe ich davon aus, man kann es gut erkennen. Man kann es gut erkennen, schreibt Nils. Super, also, danke schön. Es ist also so eine Wellenbewegung, die ich mache. Also ganz einfach wirklich. Weil die Klinge ja auch ein bisschen wie eine Welle ist eigentlich. Genau. Also ich habe vorhin S-förmig gesagt, aber genau, der Form der Klinge eben folgen. Dann kommt man nämlich auch schön hier ran. Unten war es ein bisschen grob hier vom Vorschleifen. Da schleife ich ein bisschen mehr. Ja. Japanstein nimmt nicht so viel weg hier. Und andere Seite genau das gleiche. Und da wird vielleicht jetzt das eine, ja, das geht sogar. Wenn der, wie gesagt, im Weg sein sollte, einfach wieder wegmachen. Überhaupt kein Problem. Da runter. Aber ein bisschen kommt man ran. Ja, mit dem Griff hinten. Ja. Ja. Also man kann es auf jeden Fall sehr gut erkennen. Was seht ihr jetzt, der Frau Victor? Oh. Und dann sieht man auch schön, wie hier von auf der Schneide sauber drauf war. Hier ist ein bisschen gröber, da müsste man noch ein bisschen länger schleifen. Da sieht man, dass die Steine, also an der Kante schon ein bisschen aggressiver sind, wenn wir es rauspolieren wollen. Hier vorne ist schon schön, da müsste man noch ein bisschen. Genau, aber man sieht, glaube ich, jetzt richtig gut, dass man auch in der Kombination mit dem japanischen Wasserstein so eine gebogene Klinge wunderbar mit Vorrichtungen auch machen kann. Also man muss hier nicht freihand arbeiten. Könnte man natürlich auch, aber ich glaube, jetzt gerade bei der Klinge ist eigentlich sehr deutlich, dass das mit der Vorrichtung wunderbar funktioniert. Also wirklich ein Kinderspiel ist. Das ist nur dagegenhalten, wieder runter, rüber, rauf. Ja, gleich die Kollidation, genau. Einfach wegnehmen. Genau. Und beim Abziehen, entweder mache ich das hier auch wieder drüber, aber dann habe ich das Steinproblem. Das mache ich wieder freihand. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Also selbst dann. Und nach dem Japanstein muss man ja in der Regel auch nicht. Nicht mehr viel. Es kommt ein bisschen auf den Stahl drauf an, wenn ganz, ganz leicht, weil dann ganz leicht da Grat drauf ist, dann kann man ganz leicht nochmal drüber gehen. Wunderbar. Gut, dann haben wir in der heutigen Live-Sendung rund um nicht gerade Klingen, sage ich jetzt einfach mal, weil es verschiedenste Begriffe gibt. Wir haben es vorhin in der Vorbereitung festgestellt, auf Englisch und Schwedisch ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. Recurve Blades würde man auf Englisch sagen. Wir haben uns jetzt eine Sense angeguckt, das ist ein bisschen gröber. Wir haben uns hier das Turniermesser, also Gemüsemesser angeguckt. Wir haben uns den Bugöffner oder Bauchöffner für Jäger und Fischer genauer angeschaut und jetzt eben auch so ein spezielleres Jagdmesser. Das waren jetzt ganz verschiedene Klingen in dem Bereich, die eben alle irgendwie gebogen sind. Ich denke, das reicht hoffentlich auch als Orientierung, wenn man jetzt eine andere ähnliche Klinge zu Hause hat. Also wir hatten vorhin schon einen Kommentar, dass quasi da jemand das danach machen möchte und jetzt viel mitgenommen hat. Jetzt für euch alle nochmal die Möglichkeit, ihr könnt gerne nochmal eine Frage ins Kommentarfeld
schreiben. Wir kriegen hier ganz viel Lob übrigens. Man kann es gut sehen. Ihr seid ein super Team. Ja. Nils freut sich, wenn noch mehr Likes dazu kommen. Auch sehr gut. Mick schreibt jetzt. Okay. Mick stellt eine generelle Frage, nehme er sehr gerne mit auf. Das ist überhaupt gar kein Problem. Taucht nämlich auch tatsächlich öfter auf. Er liest immer häufiger, dass CBN-Schleifscheiben besser geeignet sind als Diamantschleifscheiben. Und jetzt ist ja so, wir bei Tormek, wir sind ja ein bisschen verliebt in Diamanten. Und haben das daher, Best Friend. Ja, genau. Und haben daher drei verschiedene Diamantschleifscheiben mittlerweile für T8 und T4 im Sortiment. Magst du vielleicht kurz darauf eingehen, warum wir uns für Diamant und nicht CBN entschieden haben? Genau. Ich sag mal, es ist halt viel Halbwissen auch unterwegs. Wir halten uns einfach an die Fakten. Langsame Drehgeschwindigkeit ist Diamant, gibt keine Hitze. Diamant ist nichts für Schnelles. Mhm. Da ist CBN wieder gefragt. CBN im Vergleich zu Diamant hat nur die Hälfte der Härte. Funktioniert auch, es geht, sind ja auch draußen. Aber die nutzen sich im Laufe der Jahre mal ein bisschen schneller ab. Ja. Bei beiden wichtig, wenig Druck natürlich. Macht alles, zerstört die kristalline Struktur. Das sind die zwei Anwendungen, ganz einfach. Langsam Diamant, ja. Höhere Geschwindigkeit, CBN. Da geht Diamant dann nicht mehr, der würde verglühen. Beides hält Geschwindigkeiten, Temperaturen aus. Wir kommen hier auf keinerlei Temperaturen überhaupt nicht. Geht trocken, wie auch nass. Wir empfehlen nach wie vor nass, aus dem einfachen Grund. Erstens habe ich beim Schleifen diese Wasserwoge drauf, wo ich sehe, wie ich auflege. Mhm, genau. Und erleichtert unheimlich das Schleifen. Die andere Sache ist einfach, auch der ganze Schleifstaub wird mit abtransportiert. Weil wir oft feststellen, dass manche Stähle sich einfach durch die Drehbewegung magnetisieren, mehr oder weniger. Dann sammelt sich der ganze Schleifstaub in so ein Knubbelchen oder wie sagt man, Nüster oder so ähnlich zusammen. Mhm. Man kennt das vielleicht von so synthetischen Geweben, die geben zu Knubbel. Ähnlich ist es auch und dann kommt die immer unten durch, gibt so einen Hopfer. Deswegen, also da ist Wasser immer ganz gut. Dann sagt man, okay, gut, es ist ein Nachteil. Weil man dann entsprechend an die Korrosionsmittel dazugeben muss. Ist klar, es schützt aber nicht nur meine Schleifscheibe, es schützt auch mein Werkzeug, weil viele Kohlestähle oder ähnliches, die einfach nicht rostfrei sind, hat natürlich gewisse andere Vorteile mit. Ich kann mir mein Wasser ja einfach nur im Kaffeefilterchen nochmal kurz hernehmen, muss ich nicht wegkippen, rausfiltern den Dreck und dann kann ich das nochmal locker mitverwenden. Also das kann man also auch, dieses Argument. Genau, und also allgemein zu der Frage Diamant versus CBN. Wir haben auch auf dem deutschen Kanal das Video, warum wir Diamanten lieben. Also wenn du danach suchst, beziehungsweise ich werde es auch im Nachgang dann in der Videobeschreibung nochmal verlinken, da wird es auch nochmal ganz genau erklärt. In der englischen Version sogar mit unserem CEO Hawkern, in der deutschen Version erklärst du es. Ich weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Das ist, oder glaube ich auch, ich weiß nicht, wir haben es auch viele schon gemacht. Also auf jeden Fall, da gibt es ein Video dazu, wir verlinken das nachher noch, oder ihr, wenn das jetzt direkt anschauen wollt, ihr sucht einfach nach, warum Tormek Diamanten liebt oder warum wir Diamanten lieben, da wird das auch nochmal ganz genau erklärt, warum wir kommt halt einfach aus der Schleifmittelwelt. Genau. Ja. Und deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, weil das für diese Anwendung das Bessere ist. Genau. Funktioniert beides, beides trägt ab, ganz klar. Auf die Länge gesehen sieht es anders aus. Darum eigentlich der Unterschied. Genau, dann kriegen wir hier noch einen Kommentar. Jemand, der neu eine T4 hat, ist schon ganz zufrieden und kriegt messerscharf und stellt noch die Frage, wie viel Schleifpaste auf die Abzieh- oder Leberscheibe drauf soll. Das ist wirklich nicht viel. Also das wird auch in mehreren, wenn du dir Messerschleifen Teil 1 quasi anschaust, da auch sehr genau erklärt. Genau. Aber das ist wirklich, also Wolfgang zeigt es ganz kurz. Ich nehme nicht mehr. Zu viel hilft da auch wieder nicht viel. Das ist so ganz so vielleicht so eine Prinzipgeschichte. Viel hilft nicht viel, ist hier genau das Gleiche. Wir verkaufen gern die Paste, ganz klar. Aber als Schwabe ist man auch ein bisschen sparsam. Ich nehme nie mehr, was hier in der Tülle hier oben drin ist. Gehe hier einfach kurz ran, drücke dann drauf und jetzt kommt es erst. So, jetzt. Das ist nicht mehr. Ich schalte es mal ab, dass man es auch dann auch sieht, was jetzt hier wirklich drauf ist. Das reicht vollkommen. Das reicht mir ein paar Werkzeuge und vor allen Dingen, ich merke es sofort, wenn es irgendwo nicht mehr richtig poliert, dann trage ich einfach nochmal was nach.
ist auch wieder einmal mehr nachtragen, ist im Endeffekt auch wieder weniger, weil alles, was zu viel drauf ist, hängt am Werkzeug und es fällt eine Runde, gibt eine Riesensauerei. Ja, das reicht vollkommen. Super. Tab bedankt sich für die Antwort, ist zufrieden scheinbar. Jörg schreibt auch noch, man lernt nie aus. Dann kamen jetzt keine neuen Fragen dazu. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Falls doch noch im Nachgang Fragen kommen, könnt ihr die gerne ins Kommentarfeld schreiben. Ansonsten freuen wir uns über jeden Like und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann kriegt ihr die nächsten Live-Sendungen immer direkt mit. Oder auch unseren Newsletter abonniert. Da schicken wir auch immer vorher nochmal eine Mitteilung raus, wenn eine neue Live-Sendung geplant ist. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen, wünschen euch noch einen schönen Nachmittag und sagen Stay sharp.